So, willkommen zurück wieder mit einem kleinen Infovideo, nachdem gestern das Infovideo total in die Hose ging. Ich gebe es offen zu, das Video war totaler Quatsch. Ramses hat Fake News, oh mein Gott, ich hasse es. Und ich habe da ein paar Dinge gesagt, die so nicht gestimmt haben, beziehungsweise nicht bestätigt wurden. Ich dachte wirklich, dass das 100% so hinhaut. Aber die Quellen waren wieder mal richtig mies und deshalb werde ich ab jetzt entweder gar keine Infovideos mehr machen oder nur noch Infos bringen, wenn die eh schon längst raus sind und im Spiel drin und angekündigt, sodass es eh schon jeder gelesen hat, jeder weiß und trotzdem ich immer noch ein Video darüber mache, damit ich einfach trotzdem darauf reagieren kann, meine Meinung dazu sagen kann oder denjenigen, die sich das trotzdem gerne anschauen oder so. Deshalb nochmal Infovideo zum Halloween-Event, was gestern Abend ja losging. Ihr habt jetzt ja alle auch eure Spiel-Ingame-Benachrichtigung bekommen. Halloween 2018 in Pokémon Go beschert schaurig schöne Zeiten. Wenn ihr das drauf gemacht habt, habt ihr natürlich einen Text gehabt, wo nochmal alles drin stand. Auch der Zeitraum ist natürlich anders, vom 23. bis zum 1. November. Nicht bis zum 7., bis zum 1. November. Und es ist auch ein ganz anderes Shiny dabei. Es gibt kein Traunfugil Shiny, sondern Drifblon als Shiny. Aber wir wollen mal kurz in die Übersicht gehen, die ich hier habe. Habt ihr nämlich nochmal alle Fakten auf den Punkt genau gebracht. Vom 23. Oktober bis zum 1. November, 21 Uhr, gibt es Folgendes als Event: vermehrtes Erscheinen von Geist- und Unlicht-Pokémon, unter anderem mit neuen Pokémon aus der Sinnoh-Region. Und da haben schon einige natürlich ein paar Sachen gesichtet, eben Drifblon oder auch dieses komische Stinktier. Und Drifblon, wie gesagt, steht auch da, erstmaliges Erscheinen der schillernden Form von Drifblon, das gibt es also dann auch. Eine neue Spezialforschung rund um das Pokémon Grippuk, was richtig komisch aussieht, erinnert mich an der Blob. Wer das nicht gesehen hat, der Blob, der kann sich das auch mal angucken. Neue Feldforschungsaufgaben natürlich mit Geist- und Unlicht-Pokémon sind dabei. Neue Artikel für euren Avatar im Halloween-Style. Und da wollen wir auch gleich mal reinschauen und uns dementsprechend kleiden. Doppelte Menge an Bonbons für Fänge, was an Halloween ja eigentlich schon immer so war. Das Halloween-Pikachu aus dem letzten Jahr ist auch wieder zurück. Das habe ich schon, aber einigen anderen hat das natürlich noch gefehlt. Und es gibt neue In-Game-Shop-Boxen mit Raid-Pässen und Superbrutmaschinen. Also es gibt ja sowieso immer eine Box, wie Schilling immer sagt, nach der Box ist vor der Box oder so. Und deswegen schaut da mal vorbei, ob euch das Angebot passt. Außerdem gibt es einen neuen Raid-Boss, das hat aber wenigstens gestimmt. Und zwar Giratina vom Typ Geist und Drache. Ist bis zum 20. November in Level 5 Raids verfügbar. Passend zum Halloween-Event haben sich natürlich auch die anderen Raid-Bosse geändert. Nicht nur, dass Giratina jetzt aus dem 5er Raid kommt. Aus Level 1 Raids erhaltet ihr jetzt Zwirrlicht, Schnäppke, Scheinux und Schuppet. Oder Schuppe oder keine Ahnung, wie auch immer. Level 2 Raids sind jetzt Zobiris, Traunfugil, Sneebel, Kirlia, Flunkiefer. Level 3 Raids sind Torhaido, Gengar, Porygon, Granbull, Machomai, was ja auch wieder zurückkam. Und Level 4 Raids Togetic, wo viele sicherlich auch noch Bonbons brauchen. Also Togetic, Hundemon, Alola Knogger und Despota. Das heißt, Absol ist nicht mehr da, also während des Halloween-Events zumindest. Und es heißt auch, dass alles, was aus Level 1 Raids kommen kann, als Shiny da ist, also verfügbar ist, weil es gibt ja Shiny Schnäppke, Shiny Zwirrlicht, Shiny Schuppet und Shiny Scheinux. Also jagt mal die Einer Raids und gönnt euch da ein paar Shinies natürlich. Da kann ja nur was Gutes bei rauskommen, obwohl viele die Einer Raids jetzt sicherlich nicht machen werden, da die Geister ja eh überall sitzen und deshalb wahrscheinlich nur auf Scheinux-Jagd sind. So, das war's aber erstmal von mir, von diesem kleinen Infovideo. Ich hoffe, die Fakten sind jetzt richtig, müssen natürlich richtig sein, sind da von Niantic alles ins Game schon reingeschrieben worden, dass es jeder selber lesen kann.
Trotzdem finde ich eine coole Sache wieder mal. Neue Shinies, neue Geister, neue Pokémon, doppelte Bonbons wie immer. Und ja, ein neuer Raid-Boss, der gejagt wird. Sieht auch mächtig cool aus. Aber das war's von meiner Seite aus. Jetzt erstmal Peace out, Vorhaut, euer Ramses.